Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Vielleicht seht ihr es schon am Titel, das erste Mal Overwatch, und zwar so richtig fett mit Caps geschrieben. Und ja, das Game existiert bereits schon seit einem Jahr. Ich weiß mir schon seit längerem gönnen, weil wenn ich schon keine PS4 oder Xbox One besitze, dann wenigstens einen wunderbaren PC. Und ja, wenn es einen beziehungsweise irgendjemand interessiert, ich habe mir die Game of the Year Variante geholt, die sogar reduziert war. Die kostet normalerweise, weiß ich gar nicht, 50, 60 Euro, aber kostet so gerade so 40 Euro. Da dachte ich mir, ja, gönn dir einfach mal. Und ja, endlich ist es an der Zeit. Und ja, da muss ich schon eines sagen. Ich habe eine Aufnahme vorher gemacht. Also ich war im Trainingsbereich, weil, ja, null, also beziehungsweise kein Plan von der Steuerung und sonst noch was. Deswegen schauen wir nochmal im Trainingsbereich unter Tutorial nochmal vorbei. Habe ich bei der ersten Aufnahme genauso gemacht, aber nur, dass ich keinen Plan hatte, wie ich sprinte, obwohl da stand L umschalten und ich habe mir nicht gecheckt, was die Taste sein soll. Jetzt weiß ich es wenigstens, ja. Nennt mich ruhig dumm. Aber jetzt habe ich wenigstens gecheckt und diesmal müsste es einfach so locker losgehen. Nochmal. Ich werde Sie durch das Overwatch-Trainingsprogramm führen. Das ist nett. Wo steckt sie nur? Wartet auf mich! Hiya, Tracer hier. Fangen wir an. Ach so. Sie mit ihrer Steuerung Tracer im Blick, während das sie den ist ein Vibe. Ach so. Oh Mann. Richtig dämlich gerade. Also, das soll jetzt zwar keine Beleidigung darstellen, aber ich hätte gecheckt, dass er auf dem Cover, das wäre ein Kerl. Sorry. Okay. Egal, machen wir weiter. Das mache ich. Folgen Sie weiter, Tracer. Folgen Sie Tracer weiterhin. Mach ich doch. Ausgezeichnet. Ist ja gut, ich hab's verstanden. Springen Sie auf den Vorsprung und treten Sie durch die Schleuse. Ja klar, gerne. Mach ich ebenso. Bye. Ja, Sie befinden ciao. Sich jetzt im Schießstand. Bitte betreten Sie den markierten Bereich. So. Ach, dahin. Okay, gut. Beginnen jetzt. Wir mit den Kampfgrundlagen. Ihr Porträt wird Ihnen unten links angezeigt. Das sind Sie, Soldier 76. Oh, schön auf Denglisch hier. Aktuellen Trefferpunkte. Fallen diese auf Null, sterben Sie. Also so ähnliche Lebenspunkte wie in Battlefield, ja. Ihre Primärwaffe. Sehen wir mal, worauf wir Sie schießen lassen können. Auf Bots, so wie es aussieht. Mit dem Fadenkreuz in der Mitte Ihres Bildschirms. Bewegen Sie es über den Trainingsbot und feuern Sie dann. Gute Arbeit. Sie können einem nahen Ziel auch mit einem Nahkampfangriff zusetzen. Kann ich nur mit dem Kreuz zielen? Schließen Sie zum Trainingsbot auf und führen Sie einen Nahkampfangriff aus. Nahangriff A. Tipp ist durch V. Ach so. Ihre Gegner im Feld könnten etwas schwerer zu treffen sein als dieser. Naja, ich fordere klar. Für Sie ein paar Gegner an, die eine größere Herausforderung darstellen können. Ihr Umgang mit der Waffe ist Gegner, wie zum Beispiel diese Trainingsbots, werden mit einer roten Umrandung dargestellt. Ja, das sehe ich auch. Bin da nicht farbenblind. Werden über ihren Kopf Trefferpunkte eingeblendet. Ein Wurf steht ausgezeichnet. Jetzt haben wir es. Perfekt. Kennen Sie die Grundfunktion Ihrer Waffe. Als nächstes sehen wir uns Ihre Fähigkeiten an. Perfekt. Ah, Nachladen habe ich gerade herausgefunden mit R. Bitte bewegen Sie sich zum markierten Bereich in der Mitte des Raums. Während Sie gut, sich vorwärts wenn ich jetzt bewegen, wenigstens Sie wirklich Sprung denke, dass es wirklich auch um die Taste ist zum Sprinten, dann versuche ich es mal. Aus. Okay, perfekt. Zusätzlich zu Sprint können ja, Sie endlich, sich danke. Mit dem biotischen Feld selbst heilen. Wie geht das? Für diese Demonstration muss ich Ihnen eine leichte Wunde zufügen. Wie soll denn das? Ja, einfach so, woher wohl da. Genau. Vor allem, wie hat es irgendwie geschafft, mir trotzdem leicht Schaden zuzufügen, obwohl er kein Schwein ist? Oder ähnliches. Achso, mit Ehe, wahrscheinlich.
Solange sie sich im leuchtenden Bereich aufhalten, werden sie geheilt. Ah, das ist nice. Kann allerdings erst nach einer kurzen Wartezeit erneut eingesetzt werden. Ja, mit Realtime. Diese Abklingzeit wird auf dem Fähigkeitssymbol angezeigt. Ich glaube, das waren gerade mal so 5 bis 10 Sekunden. Das geht eigentlich. Phoenix-Raketen ausgestattet. Sie können eine Raketensalve in Zielrichtung abfeuern. Okay. Wenn die Raketen explodieren, fügen sie auch umstehenden Gegnern Schaden zu. Probieren Sie es bei den Zielen aus. Feuern Sie Ihre Helix-Raketen auf die Ziele. Kommen wir Ihrer ultimativen Fähigkeit. Naja. Diese mächtigen Fähigkeiten können den Verlauf eines Spiels ändern. Vor Ihrem Einsatz müssen Sie jedoch vollständig aufgeladen werden. Ihr aktueller Ladestand wird hier am unteren Bildschirmrand angezeigt. Fügen Sie den Trainingsbots Schaden zu, um Ihr taktisches Visier aufzuladen. Und das war jetzt wofür? Ich hab's gerade nicht so richtig gecheckt. Und lad nochmal nach hier. Verursachte Schaden durch Ihre ultimative Fähigkeit auf. Ihre ultimative Fähigkeit ist zu 50% aufgeladen. Wenn es voll aufgeladen ist. Ist fast vollständig aufgeladen. Ja, das merke ich. So, jetzt ist aber voll aufgeladen. Und das bringt mir was? Aufgeladen. Auf Q. Cool. Das ist gleich daneben, das ist schön. Optimiert ihre Zielfindung, sodass ihre Schüsse das Ziel verfehlen. Aktivieren Sie jetzt Ihr taktisches Visier und zerstören Sie die Trainingsbots. Alle gleichzeitig oder wie? Genau. Ich hab dich im Visier. Das ist jetzt aber andere Munition jetzt kurz, oder was? Dadurch wahrscheinlich. Okay. In der letzten Phase des Trainingsprogramms werden Sie einen Zielpunkt einnehmen. Okay. Keine Computerstimme mehr? Okay. Ein leichter Bug, oder wie? So, sprinten erstmal ein bisschen so. Der Zielpunkt ist mit einer hellen Markierung am Boden gekennzeichnet. Und der ist wo? Wenn Sie sich in dem Bereich aufhalten, erobern Sie ihn. Ach, ich bin schon im Bereich. Der Fortschritt wird hier auf dem Bildschirm angezeigt. Ja, das sehe ich ja gerade. Wenn sich gleichzeitig im gleich so Bereich aufhalten, wird die Einnahme unterbrochen. Sie haben den Zielpunkt erfolgreich eingenommen. Sieht wahrscheinlich so aus. Sie können nun das Tutorial wiederholen, ein Trainingsmatch gegen die KI starten oder gegen andere Spieler antreten. Dann bevorzuge ich erstmal ein Trainingsmatch. Erstmal. Machen wir erstmal hier weiter. Das war jetzt das hier, ne? Oder war das das hier? Auf jeden Fall haben wir das Tutorial, das ist schon mal klar. Trainingsbereich. Hier kannst du den Umgang mit Waffen und Fähigkeiten üben und Training gegen die KI. Trainiere deine Fähigkeit gegen die KI-Helden. Ach komm, machen wir schon mal das hier. Das mit den Waffen, das kann ich irgendwann mal machen, wenn ich soweit bin. Aber wie gesagt, das sollen jetzt nur Bots sein. Nicht jetzt, dass irgendwas kommt. Auf der Map Ilios. Bin mir gerade nicht sicher, was das jetzt für eine Flagge ist. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, also sage ich mal lieber nichts. Das sieht ein bisschen aus wie so ein kleines bisschen aus Sonic Unleashed Apotos oder wie diese Stadt hieß. Ja, egal. Ja, ich kann nur einen. Ah ne, ich habe hier noch ein paar, die ich noch auswählen könnte. Ja, das sieht ganz nice aus. Nehmen wir mal den. Ich noch einen auswählen oder was? Ich nehme jetzt keinen Voice-Chat. Wenn jetzt irgendwelche anderen da jetzt hier sprechen würden, nee, danke. Ja, achso, ich habe noch nicht richtig gedrückt. Gut. Aber wirklich nur Bots. Das ist jetzt ein bisschen doof. Halt zurück, um den Helden zu wechseln. Achso, nein. Ich bleib dabei. Okay. Nö. Ich,
wollte gerade sprinten hier. Kann ich wohl nicht sprinten oder was? Ach so, nee, jeder ist ein bisschen anders. Kann das sein? Das ist ja gerade ein bisschen scheiße. Okay, gut. Nee, der läuft ja ein bisschen anders ab. Ich vergaß. Jeder Charakter hat ja nicht eine Waffe, sondern irgendwelche anderen Fähigkeiten. So, so wie es aussieht, scheint es jetzt gerade gut abzulaufen. Kann ich jetzt wie jederzeit immer wieder einen Helden... Nee, das war nur vorher möglich, aber jetzt nicht. Aber ich kann hier nicht sprinten, der kann da, der macht da irgendwas anderes. Dieser Genji. Ich bin schon fast tot. Ich versuche gerade wenigstens hier irgendwas zu machen. Und ich bin irgendwie tot. Kann ich jetzt da doch den Helden wechseln? Okay, wahrscheinlich. Dann nehme ich... Wen nehme ich denn? Ich werde nicht wanken. Nehmen wir den Reaper. Sieht ganz nice aus. Ah, oh, der sieht auch ganz nice aus. Dann nehmen wir den. Es kommen Waffen dabei, das ist schön. Was F1 gedrückt halt im Helden nicht halt sonst... Ach so. Und was kann der auf Umschalt L? Irgendwas. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was jetzt irgendwas gebracht hat. Jetzt bin ich gerade in einer anderen Perspektive gewesen. Nee, doch nicht. Anders aus. Okay, die Waffen ähneln sehr stark einer Schrot. Warte mal. Perfekt. Komm, hol nochmal raus. Dann killst du vom Spieler. Okay. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was jetzt so wirklich passiert. Ich versuche gerade auf Gegner voll zu schießen. Ich fühle mich gerade so richtig schlecht. Aber ich versuche immer noch mein Bestes zu geben. Den haben wir wahrscheinlich schon mal erledigt, das ist sehr gut. Ich wüsste aber zu gerne, wie man bei verschiedenen Spielern sprinten kann. Oder ist das nicht möglich? Ich weiß gerade nicht. Warum laufe ich gerade so richtig langsam? So, wir haben es dann schon geschafft. Okay. Ja, war eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Kann ich jetzt diesmal wechseln? Vielen lieben Dank. Dann nehme ich mal die gute Mei. Ja, die sieht ganz gut aus. Mal schauen, was sie so drauf hat. Okay, auch wieder komplett unterschiedlich. Mit ihrer komischen, keine Ahnung, Frozen Gun oder so. Irgendwie. Okay, es kann losgehen. Was kann die auf der Fähigkeit? Oh, okay. Ich glaube, ist Sprinten wichtig in Overwatch? Ich weiß gerade nicht. Weil jeder hat eine andere Fähigkeit. Aber ich glaube, man kann nicht bei jedem Charakter sprinten, kann das sein? Ich glaube ja. Und nachladen ist ja sowieso immer gleich. Das ist wenigstens gut. Oh. Killed. Wunderschön. So, jetzt werden wir hier irgendwas einnehmen, aber das haben wir schon soweit. Das erinnert mich an einen Modus, aber ich weiß gerade nicht, an welches Spiel. Ich weiß es gerade nicht, aber es kommt mir bekannt vor. Was ist denn das hier? Ah, hat mich etwas geheilt. Das ist schön. Angreifen, komm! Hat nicht so viel gebracht, kann das sein? So, das ist ja nochmal Einzelschuss. Nein! Ach, bin ich dumm. Das war richtig dämlich.
Na gut, dann wechseln wir den Charakter und gehen rüber zu Orisa. Ja, ich will verschiedene. Hätte besser laufen können. Das auf jeden Fall. Verschiedene Charakter mal zur Auswahl. Ist mein oberstes Gebot. Um jeden Charakter gleich mal kennenzulernen, wie der so drauf ist. Das sieht aus wie so eine MG, Alter. Richtig heftig. Oh. So, aber kein Nachladen. Was macht er auf Umschalt hier? Irgendwas. Ich hab grad nicht so. Nee, warte mal. Teammate, ich muss mal gerade richtig gehen. Nein, nee, nicht. Och, Mann, ich bin auch richtig dämlich, ne? Nee, diesmal wechsle ich jetzt nicht. Das war richtig dämlich. Ja, gut, kann ich auch. Nee. Ja, das war richtig dämlich. Warum kann ich jetzt nicht? Jetzt habe ich diesen Chat ausgesehen. Kann ich ihn irgendwie jetzt wieder wegmachen oder so wahrscheinlich? Hallo. Ach, jetzt, gut. Oh, richtig dämlich gerade. Aber okay. Ich versuche soweit mein Bestes, aber für den Anfang. Naja, ich kann mich auf jeden Fall verbessern, wenn ich aktiv zocke. Ich muss sagen, es gefällt mir bis jetzt auf jeden Fall sogar besser als der neue Black Ops Teil. Also noch der neue. Ah, perfekt. Gleich mal nachladen. Ich gehe gerade etwas drauf, das habe ich gerade gemerkt. Ich weiß auch nicht, wie lange ich gerade aufnehme. Das werde ich dann sehen, wenn ich die Aufnahme beende. Aber das wird dann in kurzer Zeit gleich passieren, wahrscheinlich, sobald das Match vorbei ist. Ich werde es aber auch ein bisschen, die Wart auf jeden Fall zocken. Also erwartet auf jeden Fall jetzt kein Let's Play oder ähnliches. Und ich bin fast tot. Ne, ich bin betäubt, aber nicht tot. Okay, den haben wir erledigt. Vielleicht wird ab und zu mal solche Overwatch-Videos mal kommen, mal schauen, wie ich so Bock drauf habe. Aber erstmal nur so für den Anfang. Weil ich mich eigentlich nur so hauptsächlich um Nintendo-Sachen so konzentriere. Ach, verdammt. Na gut, egal. Naja, dann ist es halt wahrscheinlich so. Und wie viele Runden gibt es denn jetzt überhaupt? Dann gehe ich trotzdem erstmal raus. Und ich kann 11 Lootboxen öffnen. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Ich habe es gerade komplett beendet. Das war dämlich. Wartet mal kurz. Das war gerade richtig dämlich. Ich wollte es nicht komplett beenden. Das war jetzt etwas dämlich. Ihr seht jetzt zwar gerade Schwarzbild, das ist mir klar. Wenn es jetzt etwas schnell macht oder so, würde ich es gerne nochmal starten. Das wäre wunderschön. Ja. Gut. Dürfte ich es mal bitte mal wiedersehen? Ja, sieht schon mal sehr gut aus. Es hat sich gestartet. Schon mal ein Zeichen. Das ist sehr gut. Jetzt müsste es gleich wiederkommen. Perfekt, jetzt müsstet ihr wieder Bild sehen. Ja, so wie es aussieht, ja auch. Habe gerade nochmal OBS gecheckt. Ich würde nochmal gerne die Lootboxen öffnen. Wahrscheinlich kann ich schon mal 11 davon öffnen. So wie es aussieht, das ist korrekt. Das würde ich gerne auch nochmal mit euch live auspacken. Und ja, bin mal gespannt. Soll ja auch Jubiläumsboxen geben, aber ich glaube, die kosten was. Bin mir aber nicht sicher. So, dann öffnen wir mal unsere erste Lootbox. Mal schauen, was da drin ist. Ich kenne mich noch nicht so mit der Materie aus, was jetzt so geil ist und was jetzt so nicht. Deswegen kann ich jetzt noch nicht so genau vorausschauen, was jetzt das geil ist und was nicht. Okay, noch ein Spray. Noch irgend so ein Spieler-Icon. Und das Overwatch-Symbol, Zeichen. Ja, so nenne ich es jetzt einfach mal. Okay, ja. Das ist schon ganz nice, würde ich sagen.
Achso, die können wir auch nochmal einzeln antippen wahrscheinlich. Oh, ist auf jeden Fall ganz nice. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt noch eine öffnen hier. Achso, das ist ja immer wieder einzeln. Das ist ja, naja, gut, egal. Eine weitere. Und wahrscheinlich was Besseres, weil der Sound jetzt also etwas anders war. Okay, ein Skin von der... Ach, wie hieß sie nochmal? Ah ja, hier, May. Grüner Skin. Forsch, ach hier, Auf Eis gelegt, gefällst du mir gleich besser. Ja, ist schön. Highlight-Intro, okay. Ach, sowas wahrscheinlich, okay. Ja. Okay. Und dann nochmal Spray bekommen. Auch ganz schön. Machen wir gleich eine weitere öffnen. Ach ja. Noch Credits. Ich nenne es einfach Coins oder Münzen. Hört sich besser an. Okay, ein bisschen Money haben wir bekommen. Dann nochmal Spray. Das ist nochmal ein Skin. Das sieht ganz nice aus. Achso, die kann man sogar hier auch bewegen. Beziehungsweise mit der linken Pfeiltaste. Aber nur von links nach rechts und nicht von oben nach unten. Ne? Schade. Oh, ist cool, ist cool. Warum fügst du dich nicht einfach? Ja, und dann nochmal eine Voice von dem Charakter Symmetra. Okay. Die nächste Box. Ja, auch nochmal ein Spray. Ich glaube, das ist immer sofort gleich alles freigeschalten. Würde ich jetzt mal so sagen. Dann haben wir nochmal einen Spruch. Schon mal einen Helden in strahlender Rüstung gesehen? Sieht richtig nice aus. Reinhard. Okay. Dann nochmal ein Skin von Zarya. Und dann nochmal ein Spruch von so einem Gorilla. Winston. Okay. Ein Gorilla. Und die nächste Lootbox. Oh, geil. Das war jetzt auch von diesem... Auf jeden Fall dreimal Spray wieder bekommen. Von dem Reinhard. Ein sehr guten Skin. Kann man das auch später ausrüsten oder so? Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir gehen einfach mal auf weiter. Kommt mir das nur so vor oder war das immer besser? Zweimal Spray. Boah, ich weiß nicht, ob die Sprays jetzt so geil sind. Weil mit irgendeiner Taste oder so kann man die auf jeden Fall auf Booten oder irgendwo anders sprühen. So eingefügt wie in CS1. Hier wieder ein Skin von der Mercy. Die sieht echt nice aus. Ja, aber hier nochmal zweimal Spray und nochmal was. Okay. Ach, hier so ein... Okay, gut. Von Bastion. Okay. Okay, wir haben noch 5 Lootboxen, ne? Da öffnen wir die jetzt dann noch. Und dann lasse ich es erstmal gut sein. Dann haben wir einen Spruch. Nimm doppelt Maß. Dann stoße einmal zu. Okay. Von dem Genji. Den habe ich ja auch kurz angetestet. Dann noch ein Spieler-Icon von Zarya. Okay. Der Tod ist heute launisch. Die Stimme kam mir irgendwie gerade bekannt vor. Wie hieß der Charakter? Senyata? Habe ich es richtig ausgesprochen? Senyata? Wahrscheinlich. Und gut, machen wir weiter. Kommt immer random irgendwas raus, ist halt klar. Noch so ein Spruch? Vom Reaper. Viel zu leicht. Achso, das ist auch nur Spray. Das sah einfach aus wie so eine Schallplatte. Ich denke, das hier irgendein Soundtrack oder so. Aber okay, gut, dann. Lucio wahrscheinlich. Das ist auch nochmal irgendein Skin. Und dann nochmal Spray. Okay. Die fast vorletzte Lootbox, wo es sich befindet. Ein Spieler-Icon von
MC Crew, keine Ahnung, irgendwie. Dann haben wir nochmal 150 Credits, also nochmal ein bisschen Money bekommen. Dann Spray von Warthog, dann von Widowmaker? Hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, das habe ich schon durch. Ja. Die vorletzte Lootbox. So, mal schauen, was ich da noch darin befinden könnte. Wieder dreimal Spray bekommen. Einmal von Tracer, einmal von Pharah und einmal von Orisa. Und ein Skin vom Torbjörn. Irgendwie so in der Art. Okay, gut. Letzte Lootbox. Okay, wieder dreimal Spray und Skin. Einmal nochmal von Widowmaker. Dann einmal von Saria. Und von Soldier 76. Ach, so sieht's also aus, die Widowmaker. Alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. Wahrscheinlich ein guter Skin. Jo, dann haben wir die 11 Lootboxen geöffnet. War eigentlich ganz nice. Ich kann jetzt nicht so einschätzen, was jetzt so richtig krass war und was jetzt nicht. Aber es waren schon ein paar gute Sachen dabei. Aber dann würde ich sagen, wenn es euch trotzdem irgendwie gefallen hat, ist mal was ganz randomhaftes mal auf meinem Kanal. Aber ja, ich wollte es euch dessen mal präsentieren, so mein erstes Mal. Das klingt ein bisschen zweideutig, aber naja, ist auch egal. Würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen positiven Daumen nach oben. Oder wenn es halt euch halt nicht gefallen hat, dann halt einfach einen Daumen nach unten. Aber sonst würde ich sagen, bis zu einem weiteren Video. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.